Die Ausstellung, die heute Abend eröffnet wird, widmet sich vorrangig den ungegenständlichen Richtungen in der Bildhauerei, ergänzt um einige wenige Werke der malerischen bzw. zeichnerischen Abstraktion. In der Tradition des Konstruktivismus steht das Werk des Düsseldorfer Künstlers Immi Knöbel. Wir haben hier das Kartoffelbild Nummer 4 aus dem Jahr 2011. Knöbel, Altmeister und Klassiker der Abstraktion, Jahrgang 1940, entwickelte seine minimalistische Formensprache bereits in den 1960er Jahren, wobei der Bezug zum Suprematismus Malevich bis heute bleibendes Vorbild ist. Der Titel der aktuellen Reliefreihe der Kartoffelbilder erscheint profan und ihre offene, unregelmäßige, ja spielerische Form den bekannten Grundprinzipien von Knöbels Kunst entgegenzustehen. Doch finden sich viele Elemente wieder, die auch die Grundlage seiner sonstigen Arbeit bilden. Die gebaute, auf den Raum bezogene Konstruktion aus Aluminium, deren größte Einzelform ein Oval ist, oder jedenfalls ein angenähertes Oval, darauf bezieht sich, nicht ohne Ironie, die Bezeichnung Kartoffelbilder, überlagert von unregelmäßigen Rechtecken und geraden Profilen. Entscheidend ist aber auch hier das Zusammenspiel der sehr bewusst ausgewählten Farben, die seit vielen Jahren das eigentliche Thema in der Kunst Immi Knöbels sind. Ebenfalls ein Klassiker der abstrakten Kunst ist der britische Bildhauer Nigel Hall, wie Immi Knöbel Anfang der 1940er Jahre geboren und längst in der internationalen Kunstszene fest etabliert. Von ihm stammt die kreisförmige Bronzeplastik Solio aus dem Jahr 2012. Sie befindet sich im Raum gegenüber. Mit großer Konsequenz entwickelte Nigel Hall eine Formensprache, die durch konstruktive Formgebung und handwerkliche Perfektion charakterisiert ist. Ihr strenger, klarer Aufbau und die ausgeprägte Öffnung in den Raum halten Volumen und Leere, Geschlossenheit und Offenheit, Ruhe und Bewegung in einem spannungsvollen Gleichgewicht. Der Künstler selbst bezeichnet seine Werke als Porträts von Orten, aus denen er seine persönlichen Eindrücke vom Rhythmus und von der Poesie einer Landschaft, die Beziehung zwischen Raum und Form intuitiv destilliert. Alljährliche Wanderreisen im Engadin, stets mit dem Skizzenbuch in der Hand, geben ihm die Inspiration und das motivische Potenzial zu komplexen Werkreihen. Damit sind seine Arbeiten natürlich ganz besonders für die Aufstellung im Außenraum prädestiniert. Wie eindrucksvoll sie sich im Landschaftsraum behaupten, konnten wir vor einigen Jahren bei einer Exkursion des Kunstvereins Wilhelmshöhe zur Stiftung Sculpture at Schöntal bei Langenbruck in der Schweiz selbst erleben. Dort steht auf einer Anhöhe, weithin sichtbar und sich wie selbstverständlich in die Landschaft integrierend, eine mehr als 8 Meter hohe Variante der hier gezeigten Plastik. Nach Immi Knöbel und Nigel Hall, zwei Vertretern der älteren Generation, kommen wir nun zu den jüngeren, um 1960 geborenen Künstlern. Der vor uns liegende Trash Stone von Wilhelm Mundt markiert den Übergang zu einer ganz anderen Auffassung abstrakter Kunst in mehrfacher Hinsicht. Als der seit 2009 in Dresden lehrende Bildhauer Ende der 80er Jahre sein Atelier wechseln musste, stand er vor dem Problem, wie er die Abfälle seiner künstlerischen Produktion, den täglichen großen Umfang anfallenden Ateliermüll entsorgen sollte. Er kam auf eine geniale Idee. Statt den Weg zur Mülldeponie zu wählen, packte er das Zeug kurzerhand in das Innere von Skulpturen, die wie ein großer, äuliger Stein aussehen. So entstanden 1989 seine ersten Trash Stones aus gepressten Atelierrückständen, mit Klebeband zusammengebunden und einer mehrschichtigen Ummantelung aus farbigem Kunststoff überzogen. Mundt nummerierte den ersten Stein mit 001.
Mittlerweile umfasst die Werkgruppe, in der sich längst nicht mehr nur Ateliermüll, sondern auch ganz andere Abfälle befinden können, etwa 550 Plastiken. Diese hier aus dem Jahr 2012 trägt die Ziffer 548 und ist wie alle Trashstones aus poliertem Aluminium durch einen weiteren Arbeitsschritt, nämlich die zusätzliche Umhüllung der eigentlich fertigen farbigen Skulptur mit einem Aluminiumguss realisiert worden. Munds eigenartige, im Endeffekt hochästhetischen Gebilde zeugen ohne Frage von einem außergewöhnlichen Umgang mit ausgefallenem Material. Auf nicht ganz so spektakuläre Weise, aber mit ebenso spannenden Ergebnissen, arbeiten auch viele weitere der hier ausstellenden Künstlerinnen und Künstler. Vorgefundenen alltäglichen Werkstoffen, freilich unter jeweils ganz anderen Vorzeichen und mit völlig verschiedenen Zielsetzungen. Zum Beispiel Isabel Kerkermeier, deren opulentes Wandobjekt mit dem Titel Gestalt in höherer Auflösung im Kabinett drüben zu sehen ist. Anders als Wilhelm Mund legt sie ihr formales und stoffliches Repertoire offen dar. Industriell produzierte Gegenstände wie Teile von Stahlrohrmöbeln, verspannt und überformt von wuchernden Geflechten aus bunten Drähten, verbinden sich zu einer gleichsam gestisch ausladenden, farbintensiven Raumzeichnung. Im Vergleich dazu ist die minimalistische Skulptur von Katja Strunz durch eine entschieden reduzierte, prägnante Formensprache charakterisiert. Sie besteht aus einer abgeflachten, blau bemalten Kreisform aus Holz und einem Halbkreis aus Stahl, die zu einem zeichenhaft strengen Wandobjekt zusammengefügt werden. Beide Elemente der Wandarbeit sind gefundene Gegenstände. Indem Katja Strunz diesen Fragmenten vergangener Wirklichkeiten den Charakter von Fundstücken belässt, in deren Oberfläche sich schon eine eigene Lebensgeschichte eingeschrieben hat, kommen ein poetisches Moment und die Dimension der Zeit mit ins Spiel. Die Künstlerin, die wie so viele der hier Ausstellenden in Berlin lebt, hat gerade den renommierten Vattenfall-Preis für zeitgenössische Kunst erhalten, der mit einer Ausstellung in der Berlinischen Galerie verbunden ist. Im zweiten Kabinett befinden sich je eine Arbeit von Christina Köpp und Matthäus Thoma. Während Christina Köpps zweiteilige Wandarbeit aus Pappe, Silikonmasse und Lackfarbe an der Schnittstelle von Architektur und Skulptur angesiedelt scheint und an eine Art topografische Konstruktion erinnert, zeigt Matthäus Thoma ein filigranes Gebilde aus dünnen Holzstreifen, das wie ein verkleinertes Modell seiner meist großformatigen, den Raum durchdringenden, zwischen Chaos und Ordnung oszillierenden Arbeiten wirkt. Gefundene Holzstücke, handelsübliche Holzlatten und Pappmaché sind das Ausgangsmaterial der Skulpturen von Wolfgang Flade. Für ihre organisch-biomorphe Abstraktion standen ganz offensichtlich die Plastiken von Art, Brancusi und Moore Pate. Spannungsvolle Form- und Materialgegensätze kennzeichnen die am Boden liegende Arbeit hier. Oberer, von einer dicken, glänzenden Lackschicht überzogener Teil zeigt eine akkurat geometrische Grundform. Der untere Bereich ist jedoch extrem ausgehöhlt und gibt den Blick frei auf ein bizarres Innenleben mit pflanzlich-organisch anmutenden Wucherungen. Auch in der in Bronze abgegossenen, dahinterstehenden Plastik vermitteln die vegetabil fließenden, verschlungenen Formgebilde den Eindruck, als ob sie jederzeit weiter wachsen und auch sich verwandeln können. Konstruktiv streng, zumindest auf den ersten Blick, erscheint dagegen die Arbeit von Klaus-Martin Tredes. Doch sind nicht nur geometrische Exaktheit, sondern auch spielerisches Experimentieren mit ihrer optischen sinnlichen Wirkung ein Charakteristikum dieses Werks. Parallel angeordnete lange Papierstreifen als farblich subtil differenzierte Bildkörper
die von einem Stahlständer mit ellipsenförmiger Halterung herabhängen, unterstreichen die Auflösung des mathematischen Kalküls. Obwohl es sich um ein statisches Kunstwerk handelt, suggeriert es, der Obart entsprechend, durch den exakt gewählten Abstand zwischen den einzelnen Papierstreifen und natürlich der gewählten Farbigkeit, Bewegung und Dynamik, sobald der Betrachter seinen Standort verändert. Eine Sonderstellung innerhalb der dreidimensionalen Exponate nimmt die Skulptur des Künstlerpaares Janine Eckert und Philipp Rickleffs an. Das Vorbild für ihre Arbeit liefert der Großrechner von IBM. Als beispielhafter monumentaler Körper, dessen äußere Gestaltungsmerkmale, so die Aussage der Künstler, darauf ausgelegt sind, Vorstellungen von Omnipotenz und höchsten Entwicklungsstand abzubilden. Die technoide Formensprache wurde übernommen und damit eine industrielle Ästhetik erzeugt, die eine Handschrift im Sinne von handgemacht negiert. Doch das Behältnis ist leer, seiner Funktion als Datenspeicher und Kontrollzentrum beraubt. Was übrig bleibt, ist ein gleichermaßen fremdartig wie geheimnisvoll wirkendes Gehäuse. Abschließend sei noch auf zwei Werke hingewiesen, die sich im Medium der Malerei und der Zeichnung mit dem Thema der Abstraktion beschäftigen. Marcia Raquel Sequeis Flipchart, so der Titel, nehmen das bei Gruppenbesprechungen so beliebte Hilfsmittel zur Sammlung von Vorschlägen und Ideen als Ausgang. Die karierte Papiervorlage ist in Gestalt eines exakt begrenzten Quadrats mit gebogenen, sich kreuzenden, handschriftlich aufgetragenen Linien wie ein vibrierendes Moiré überzogen. So treffen die vorgegebenen Quadrate des standardisierten Papiers auf eine subjektive Setzung, die das Unregelmäßige, Unvorhersehbare und das Prozesshafte absichtsvoll mit einbezieht. Und Ben Hübs Gemälde sticht durch seine ostentative, extrem wirkungsvolle Farbigkeit sofort ins Auge. Der Künstler vertritt eine äußerst vitale Malerei, die stets mit der Geometrie arbeitet, deren Grenzen aber durch raffinierte Farbbewegungen überwindet. Das geometrische Grundraster akkurater, waagrechter und senkrechter Streifenformen verschränkt sich mit den stufenlosen, regenbogenartigen Farbverläufen der in unfassbare Tiefen führenden Lichtbänder. Flächige Elemente und räumliche Illusion ergeben so eine gelungene Synthese aus Entgrenzung und Kalkül. Die Abstraktion hat sich weiterentwickelt und neue Ausdrucksformen gefunden. Sie hat sich von den sachlich kühlen und funktionalistischen Dogmen der Moderne befreit. Sie kann spielerisch, ironisch, poetisch, pragmatisch, subversiv, erzählerisch, emotional sein. Zwar schöpft sie durchaus aus dem Fundus der Vorläufer, gewinnt jedoch eine frische, eigenständige Haltung durch individuelle Setzungen und den Mut zur subjektiven Geste. Eines steht fest, die Abstraktion ist und bleibt ein großes Thema und ein weites Feld. Vielen Dank.